Komm mal hier. So. Ich bin hier auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen und sitze hier mit Heinz Kuhstreter, der ja hier sozusagen der älteste Trabertrainer in Gelsenkirchen ist. Heinz, seit wann bist du beim Traberrennsport? Ja, ich bin angefangen 1947 am 1. April und bin jetzt 67 Jahre hier auf der Trabrennbahn in Gelsenkirchen und habe als Lehrling angefangen Rennen zu fahren 1951 und war dreimal Lehrlingschampion mit 15 und 19 Siege. Ja, und dann habe ich mich dann 1956 selbstständig gemacht, weil ich ja bei meinem Lehrherr Ernst Jung, der hat dann 1959 einen Herzschlag gekriegt in Dienstlagen auf der Trabrennbahn und dann habe ich mich selbstständig gemacht und habe dann auch von ihm die Hälfte der Pferde übernommen. Du hast doch auch einen Trainerschein. Ja, ich habe einen Trainerschein und einen Berufsschein für Rennen zu fahren. Den Trainerschein muss man die Trainerprüfung machen, damit man den Trainerschein erwerbt und dann den Schein für Berufsfahrer. Und die habe ich ja noch heute und ich kann heute noch Rennen fahren. Voriges Jahr habe ich ja noch gefahren, dies Jahr noch nicht. Aber ich habe jetzt vielleicht ein paar junge, gute Pferde, dann riskiere ich vielleicht nochmal, mich auf den Luki zu setzen. Das sieht ja so aus, dass momentan der Trabersport ein bisschen ins Hintertreffen gerückt ist, gar nicht mehr so beliebt ist, wie es hier vor zig Jahren hier in Gelsenkirchen waren, wo zigtausend Leute als Zuschauer waren und eben auch viel gewettet haben. Ja, in meiner Laufzeit, wo ich ja hier war, wenn große Rennen waren, wo ich selber auch hier den Westdeutschen Preis gewonnen habe. Ich sage, da waren so an 20.000 Menschen hier. Und heute sind wir ganz, ganz runtergesunken, weil der Fußball uns kaputt macht. Die Wetterleute, die wetten heute keine Pferde mehr, die wetten heute nur noch im Fußball. Und wir sind die Leidtragenden in den Pferdesport, ob Galopper oder Traber. Wie viel Rennen hast du in etwa gefahren? In meiner Laufbahn habe ich so circa 3.500 Rennen gefahren und habe als Trainer und Fahrer 1.700 Siege. Das ist ja eine Menge. Das ist eine Menge. In meiner Laufbahn war die Konkurrenz sehr, sehr groß. Da war der Herr Frömming noch da, der Webering war da und der Herr Freund. Ich sage alles große Leute, ich sage Eddie Freund, ich sage alles große Leute und ich war ja nur ein kleiner Junge mit 18, 19 Jahren. Ja, für mich als Außenstehender waren mir diese Leute ja auch bekannt, weil ich mal in den 60er Jahren in Hamburg mit meinem Onkel auf der Rennbahn war und auch gewettet habe. Daher kenne ich diese alten Namen alle. Ja. Hänschen Frömming ist mir ja auch dadurch geläufig, zwar nie sonst irgendwo begegnet. Ich bin ja jetzt hier des Öfteren in Gelsenkirchen auf der Trabrennbahn und nehme ab und zu mal Rennen auf und das Geschehen hier an den Stellen, so dass damit auch so ein bisschen Werbung für den Trabersport gemacht wird. Ich hoffe, dass ein bisschen mehr im Traberrennsport als Zuschauer erscheinen und daran teilnehmen, denn es ist immer eine interessante Veranstaltung, abwechslungsreich und ein gutes Treffen, wo Bekannte und Verwandte sich treffen können.